Dieses Verpackungsmaterial hier kennen Sie. Es sieht weiß und unschuldig aus, aber es hat ein schmutziges Geheimnis, denn es wird aus Erdöl hergestellt und selbst nach Hunderten von Jahren verrottet es nicht. Schlecht für die Umwelt, aber es geht auch anders, denn zwei Jungs haben ein neues Verpackungsmaterial erfunden und das wird aus Pilzen hergestellt. Vor 3 Jahren machten die beiden jungen Amerikaner Eben Bayer und Gavin McIntyre bei einem Spaziergang eine Beobachtung, die die Zukunft der Schaumstoffproduktion für immer verändern könnte. Eine Baumpilzkolonie brachte sie auf eine einfache, aber geniale Idee. In einem Uni-Projekt hatten wir die Aufgabe, eines der Weltprobleme zu lösen. Wir haben uns Schaumstoffe aus Erdöl vorgeknüpft. Die Idee kam, als wir Pilze wie diese hier betrachteten und merkten, die sind ja wie ein fester Kleber. Und ich sagte zu Gavin, hey, vielleicht können wir die ja nutzen. Dann begannen wir zu diskutieren, welche Produkte könnte man herstellen und wie zum Teufel würde man das konkret umsetzen. Das Wie haben sie mittlerweile gelöst. In Troy, einer unscheinbaren Industriestadt 3 Stunden nördlich von New York, haben sie Ecovative gegründet, ein inzwischen erfolgreiches Start-up-Unternehmen. Mit einem Team junger und ideenreicher Mitarbeiter betreiben sie hier die erste Fertigungsanlage für ökologisches Styropor. Styropor aus Pilzen. Doch wie funktioniert das? Und hält das Material tatsächlich, was es verspricht? Sam Harrington ist Entwicklungsleiter von Ecovative und zeigt uns das Rohmaterial für den Naturschaumstoff. Landwirtschaftliche Abfallprodukte wie Baumwollreste, Haferkleie oder Buchweizenhülsen. Aber was hat das mit den Pilzen zu tun? Pilze sind das Recycling-System der Natur. Die essen dieses Zeug und weben es zusammen, wie ein natürlicher Kleber. Und das Großartige ist, alles hier sind landwirtschaftliche Abfallprodukte. Die sind extrem billig und die Menschen haben bisher keine Verwendung dafür. Wir verwenden also keine Lebensmittel, wie das bei vielen anderen Bioplastikprodukten der Fall ist, die meistens aus Mais hergestellt werden. Denn das ist ähnlich problematisch, wie aus Lebensmitteln Biosprit herzustellen, weil die Preise für Nahrung steigen und man den Menschen das Essen wegnimmt. Bevor die Bioabfälle mit den Pilzen in Kontakt kommen, müssen sie sterilisiert werden. Erster Schritt, eine umfunktionierte Spargelwaschmaschine. Heißer Dampf tötet hier fremde Organismen und Keime ab. Wie die meisten Fertigungsanlagen ist die Waschstraße eine eigene Erfindung. Pionierarbeit, die trotz aller Pannen funktioniert. Das Rohmaterial ist nun steril und bereit für den entscheidenden Schritt. Die Pilzimpfung, das eigentliche Geheimnis des Naturstyropors. Im Labor der Firma finden die wichtigen Entwicklungen und Entdeckungen statt. In Petrischalen züchtet hier die Biologin Amanda Stewart weiße, flauschige Substanzen heran. Aber wie ein Pilz sieht das noch nicht aus. Das hier sind nur die Wurzeln des Pilzes. So würde man es im Wald finden. Ein Pilz und in der Erde um ihn herum das Myzel, seine Wurzeln. Wir mögen die Wurzeln, weil sie so stark sind. Ihre Zellen sind aus Chitin. Man findet Chitin sonst in den Panzern von Insekten. Wenn die Zellen trocknen, entstehen kleine, feste Verbindungen. Das ist perfekt für unsere Anwendungen. An Getreidekörnern werden die Pilzsporen kultiviert und vermehrt. Danach werden sie mit den sterilen Agrarabfällen vermischt. Das nennen die Biologen dann Impfen. Die Mischung landet in speziellen, wiederverwendbaren Formen. Ab jetzt fängt der Pilz an zu wachsen. Ganz alleine und ohne Hilfe. In unserem Fall zu kleinen Styroporentchen. Ein Werbegag der Firma. In der Produktionshalle werden die befüllten und geimpften Container in riesigen Regalen gelagert.
je nach Modell in unterschiedlichen Größen und Formen. Fest verschlossen, ohne jegliche Energiezufuhr oder Licht. Bei bloßer Raumtemperatur durchwachsen die weißen Pilzwurzeln, wie von Geisterhand, innerhalb von 5 Tagen den gesamten Behälterinhalt. Es entsteht ein festes und gleichzeitig leichtes Gewebe. Das Pilzmyzel wächst dabei so, dass die Formen passgenau ausgefüllt werden. In einem Ofen werden die fertig durchwachsenen Teile im Anschluss für einige Stunden erhitzt. Dabei wird das Wachstum gestoppt und der Pilz stirbt komplett ab. Der Ökoschaumstoff ist nun fertig für den Gebrauch. In einem Würfel mit 2,5 cm Kantenlänge befinden sich ca. 13 Kilometer winziger Pilzwurzeln, die alles fest und stark miteinander verweben. Fast jede Form, jedes Verpackungsmaterial ist so herstellbar. Durch verschiedene Pilzarten und Materialien können Oberfläche und Dichte variiert werden. Zu den Kunden gehört mittlerweile auch ein großer Computerhersteller. Wir stellen viele verschiedene Formen her. Das hier ist beispielsweise für eine Tastatur. Wir verpacken auch 180 Kilo schwere Büromöbel, indem wir diese Eckstücke verwenden. Und wir haben auch Spaßprodukte wie diese Weinverpackung. Wenn man biologischen Wein kauft, macht das besonders viel Sinn. Außerdem stecken wir sehr viel Forschung in die Entwicklung von Greensolate. Das ist eine stabile Hausisolierung und kann den herkömmlichen Dämmschaumstoff ersetzen. Viele Häuser werden mit nicht verrottendem Erdölschaumstoff gedämmt. 60% der weltweiten Styroporproduktion wird dafür verwendet. Viel sinnvoller scheint es da in Zukunft mit der Pilzalternative zu arbeiten. Die ist dazu noch preislich konkurrenzfähig. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Hält der Pilzschaumstoff wirklich, was er verspricht? Galileo macht den Test. Naturschaumstoff gegen konventionelles Polystyrol, besser bekannt unter dem Namen Styropor. Wie wird das Pilzprodukt abschneiden? Ecovative-Praktikant Greg hilft uns dabei. Test 1. Wie sieht es bei Form und Oberfläche aus? Das Styropor ist glatt und strahlend weiß. Dem Pilzschaumstoff sieht man seine natürliche Herkunft an. Das ist für uns kein Nachteil, sondern Geschmackssache. Test 2. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Ein Vorteil von Schaumstoff ist sein geringes Gewicht. Das gängige Styropor ist wie erwartet federleicht, nur 10 Gramm. Der Pilzersatz ist deutlich schwerer, ein Nachteil. Doch Ecovative arbeitet bereits an leichteren Versionen. Test 3. Wie sieht es mit der Akustik aus? Bei normalem Schaumstoff bekommt Greg Gänsehaut. Beim Pilzschaumstoff dagegen nicht. Für empfindliche Ohren ein klarer Vorteil. Test 4. Wie reagieren unsere Kandidaten auf Wasser? Der konventionelle Schaumstoff schwimmt, das Wasser perlt ab. Und der Pilzschaumstoff? Tatsächlich. Auch er schwimmt und ist ebenfalls wasserabweisend. Test 5. Wie sieht es mit der Stabilität der Materialien aus? Mit einem Spezialgerät testen wir, ab welcher Belastung die Schaumstoffe nachgeben. Ein wichtiges Kriterium, vor allem in der Verpackungsindustrie. Das Styropor bricht bei einer Belastung von 10,04 Pound Force. Das entspricht etwa einem Gewicht von 4,5 Kilogramm. Und die Öko-Alternative? Auch der Pilzschaumstoff kann dem Druck nicht ewig standhalten. Das Ergebnis: Er bricht bei umgerechnet 5,1 Kilo und ist damit stabiler als das Erdölprodukt. Unser letzter Test. Wie verhalten sich die Proben bei Feuer? Dieser Test ist Chefsache. Das Styropor brennt wie Zunder. Kein Wunder, es besteht ja auch aus Erdöl. Außer ein paar Tropfen geschmolzenem Kunststoff bleibt nichts übrig. Und der Pilzschaumstoff? Der fängt nicht einmal richtig Feuer und verkohlt nur etwas. Beim Hausbau wäre das ein enormer Vorteil. Das Material besteht die Feuerprobe mit Bravour.
Richtig auftrumpfen kann der Bio-Schaumstoff jedoch dann, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Unser Schaumstoff ist zu 100% kompostierbar. Man kann ihn einfach zerbröseln, in den Kompost werfen oder im Garten als Mulch verwenden. Selbst auf der Mülldeponie verrottet er innerhalb eines Monats. Stimmt das wirklich? Könnten wir in Zukunft unser Verpackungsmaterial einfach im Garten entsorgen? Wir testen es selbst und bringen ein Stück Pilzschaumstoff mit nach Deutschland. Ein Gartenexperte setzt einen Kompost auf. Zum Vergleich legen wir ein normales Stück Styropor dazu. Wird die Natur den Pilzschaumstoff tatsächlich zersetzen? Einen Monat später. Der Pilzschaumstoff ist noch nicht völlig verschwunden. Aber es hat ein deutlicher Zerfallsprozess eingesetzt. Es scheint tatsächlich zu funktionieren. Im Gegensatz dazu das normale Styropor. Ein wenig Dreck in den Ecken, sonst nichts. Der Test ist bestanden und wir lassen den Pilzschaumstoff da zurück, wo er hergekommen ist. In der Natur. Das Fazit: Der Naturschaumstoff überzeugt. Die Firma wurde inzwischen weltweit mit Innovationspreisen überhäuft. Der kleine Beginn einer grünen Revolution? Evan und Gavin sind überzeugt, dass ihre Erfindung nahezu überall einsetzbar ist. Als Verpackung oder Dämmstoff, in Autos oder Surfboards. Sie haben ein festes Ziel: Schaumstoff aus Erdöl komplett zu ersetzen. Das kann zwar noch eine Weile dauern, aber spätestens wenn Erdöl noch teurer wird, hat die Idee der beiden Amerikaner bestimmt eine große Zukunft.